Hey, Tag Leute. Es geht weiter mit klassisch Chinesisch. Es geht auch weiter mit Fragen klassischen Chinesisch, aber diesmal nicht mit Interrogativpronomen, sondern mit Fragepartikeln. Heute haben wir die Entscheidungsfrage mit der Fragepartikel hu. Und die Fragepartikel hu ist im Grunde genommen genau dasselbe wie die moderne Fragepartikel ma, die man bei Entscheidungsfragen, also Fragen, die man mit Ja oder Nein beantwortet, verwendet. Ich habe zwei Beispielsätze ausgewählt. Das Thema ist eigentlich nicht so dramatisch, dass es zwei Beispielsätze nötig hat, aber es gibt beim vormodernen Hu einen Unterschied zum modernen Ma. Zeige ich gleich im zweiten Beispiel. Erster Beispielsatz ist aus dem Lü Shunqiu. Wen Wang Yue, Fu Sui Wu Dao, Zi Gan Bu Shi Fu Hu, Jun Sui 无悔，臣敢不视君乎？Also, König Wen fragt, denn er stellt ja eine Frage, also übersetzen wir hier als er fragt oder er fragte. Und dann kommen zwei Sachen, die total parallel aufgebaut sind, der eine zum Lernen und der andere gleich zum Wiederholen. Also, wir haben hier das Sui, das wir aus dem modernen Chinesischen als Sui Zhan kennen, also obwohl. Hier können wir das auch ersetzen als selbst wenn oder wenn auch. Also wenn auch Fu, der Vater, Wu Dao, nicht dem Dao folgt oder keine Prinzipien hat oder nicht Dao gemäß handelt. Zi Gan 不是富户。Jetzt müssen wir das Potenzial übersetzen. Also kann es da der Sohn wagen, nicht zu dienen dem Vater? Fragezeichen. Wir sehen, haben wir hier einen ganz normalen Aussagesatz und stellen dahinter wieder Hu, die Fragepartikel, genauso wie im modernen Chinesisch auch. Also ganz einfach. Genau, Zeichen sind irgendwie auch nicht besonders, sie bedeuten auch noch in etwa alle dasselbe, was sie im modernen Chinesischen auch bedeuten. Weiter geht's. Wenn auch oder selbst wenn Jin, der Fürst, nicht verfügt oder nicht hat, Hui, Wohlwollen. Also auch wenn der Fürst nicht über Wohlwollen verfügt, kann da der Minister oder können da die Minister, ob Singular oder Plural, da sind die ja immer ein bisschen schwammig, kann da der Minister oder können da die Minister es wagen, nicht zu dienen, wem oder was? Dem Fürsten? Fragezeichen. Also, auch wenn der Fürst nicht über Wohlwollen verfügt, kann es da ein Minister wagen, dem Fürsten nicht zu dienen? Fragezeichen. Genau, erster Beispielsatz, Lüschel-Chun-Chiu, und zeigt, dass man Hu im Vormodernen genauso verwendet wie Ma im Modernen. Es gibt eine Abweichung, und zwar gibt es ja im modernen Chinesischen die Regel, dass man die Fragepartikel Ma nicht in Sätzen verwendet, in denen ein Interrogativpronomen vorkommt. Diese Regel gibt es beim Hu nicht. Es ist nicht ganz so häufig, aber es kommt durchaus vor, dass wir ein Fragewort innerhalb des Satzes haben und trotzdem am Satzende noch die Fragepartikel kommt. So wie bei diesem Beispielsatz aus dem Zhuangzi. He bo yue ran zi wo he wei hu he bu wei hu. Also, he bo. Das ist ein Eigenname, das ist hier die Bezeichnung eines Flussgottes, das ist ein Beispielsatz aus dem Kapitel Qiushui, die Herbstfluten. Also Hebo sagt bzw. fragt, Zi, Wiederholung, A, Zi, B, wenn A, dann B. Also Ran so sein, wenn das so ist. Was kann ich dann machen oder wie kann ich dann handeln? Und was kann ich dann nicht machen oder wie kann ich dann nicht handeln?
Es fehlt natürlich der gesamte Kontext, aber es ist egal. Es geht nur darum, wir haben ein Interrogativpronomen, nämlich in diesem Fall he, und trotzdem die Fragepartikel hu am Satzende. Also, Hebo fragt, wenn das so ist, was kann ich dann tun und was kann ich dann nicht tun? Oder wenn das so ist, wie handle ich dann und wie handle ich dann nicht? Ja, genau, das waren die beiden Beispielsätze. Also, Hu, ganz grob gesehen, genau dasselbe wie im modernen Chinesischen, kann aber trotzdem in Sätzen mit Interrogativpronomen vorkommen, was im modernen Chinesisch beim Ma nicht der Fall ist. Das ist die einzige kleine Abweichung, aber sonst total identisch. Und damit geht es dann weiter zum nächsten Video.